Norris demütigte Verstappen bei seinem Heim-Grand Prix. Leclerc ist wieder auferstanden und Mercedes, ja, die müssen sich vermutlich wieder selbst finden. Ich blicke mit euch auf alles, was beim Dutch GP passiert ist. Macht also gern, abonniert gern kostenlos den Channel, lasst gerne ein Abo da und schaut auch gerne auf Instagram, auf TikTok vorbei. Intro. Wir fangen mit dem Start an und wie zu erwarten hat Lando Norris diesen vermasselt, würde ich mal sagen. Man kann es nicht anders sagen, Lando Norris ist kein guter Starter. Er hatte zwar die gleiche Reaktionszeit, aber die Drehzahlen haben da ganz was anderes gesagt. Also das ist natürlich schade für Norris, dadurch hat es sich ein bisschen unnötig schwierig gemacht. Apropos, denn auch vorne hat sich was getan. George Russell hat es geschafft, Oscar Piastri direkt beim Start zu überholen, war dann zwischenzeitlich auf dem vierten Platz, aber auch wie am Schluss sagte, seine Pace war einfach nicht da oder fehlte dann teilweise. Das ist natürlich echt schade und es ging dann natürlich auch drunter und drüber. Der Smooth Operator hat sich ja seinen Weg durchs Feld gebahnt, ebenso natürlich auch Lewis Hamilton, die starteten ja beide weiter hinten, weil sie beide in Q2 ausgeschieden sind, aber gerade Sainz oder auch gerade der Ferrari schien am Rennsonntag in Zandvoort echt überraschenderweise gut zu sein. Wir springen dann hier auch weiter. Dann ging es in Runde Nummer 11 am Gasly vorbei, auch Sainz hier wieder. Eine sau solide Leistung und auch Lewis Hamilton machte es ihm nach. Der hat auch einen nach dem anderen kassiert, bis dann beide quasi in den Top 8 angekommen sind. Denn dann wurde es natürlich ein bisschen schwieriger. Hamilton hat sich auch für den roten Reifen entschieden, also quasi für die Zwei-Stop-Strategie. Und ja, man hat auch hier den Battle of the First Place. Man hat es gesehen, Lando Norris ist immer diese 1,1 Sekunden hinter Max Verstappen gewesen, doch irgendwann reicht es dann. Dann konnte er sich dran arbeiten und in Runde Nummer 17 war es dann unendlich soweit. Er ist mit einem Überschuss in Start und Ziel vorbeigegangen und das war dann auch das letzte Mal, dass Verstappen ja Lando Norris gesehen hat im Rennen. Denn ab dann an ging es tatsächlich wirklich mit einer Heldenreise los. Also es war Runde 18. Ab dann wirklich hat Lando Norris ist er in der eigenen Sphäre gefahren. Der ist wirklich Runde um Runde mindestens 5, 6 Zehntel schneller gefahren als der amtierende Weltmeister und hat natürlich auch Richtung erster Boxenstopp ordentlich ein Gap natürlich schon eingefahren gehabt. Das waren über 5 Sekunden, die er da in kürzester Zeit rausfahren hat können. Also ganz klar, Stand jetzt ist für mich der Ferrari tatsächlich, ganz klar für mich ist für mich aktuell der McLaren die Meta. Die haben aktuell das beste Paket und die werden auch jetzt in jedem Wochenende vermutlich die Favoriten sein. Aber natürlich muss man da auch Strecken abwegig gucken, weil auch ein Ferrari natürlich ziemlich ordentlich mitgefahren ist. Auch hier, Charles Leclerc hat es nämlich auch immer wieder geschafft, Oscar Piastri zu pushen, auch vor dem Boxenstopp. Also der ist da wirklich immer im DRS-Fenster gewesen und die beiden sollten noch eine interessante Wendung bekommen. Denn hier entschied sich dann Charles Leclerc für einen Undercut. Der ist in Runde 24 reingekommen und ja, Charles Leclerc ist in Runde 24 reingekommen und Oscar Piastri hat nicht direkt reagiert, ist etwas später reingekommen, ebenso Max Verstappen. Dann hat erst Lando Norris reagiert, aber da hat man quasi den Boxenstopp ein bisschen vermasselt, ist dann eine Sekunde länger gestanden, ist sich aber trotzdem easy ausgegangen, der ist da wieder locker vor ihm rausgekommen. Und viel, viel später, erst in Runde 34, hat man sich dazu entschlossen, Oscar Piastri reinzuholen und das war eindeutig eine falsche Entscheidung. Man wollte natürlich für den Schluss den besseren Reifen haben, aber Grid Position technisch, und es ist ja quasi wie Monaco oder Ungarn, man kann hier so schwierig überholen und McLaren hätte das eigentlich wissen sollen. Also man hätte da direkt reagieren sollen, aber Pustekuchen. Oscar Piastri ist dann sogar hinter George Russell zurückgefallen und Charles Leclerc, der dann quasi von jetzt auf gleich auf dem dritten Platz gelandet ist, und das war für mich so, what the fuck, wie hat es der da hingeschafft? Aber man muss sagen, das war wirklich eine solide Leistung von Ferrari und strategisch kann man das eigentlich gar nicht, ja, in Worte fassen. Ja, George Russell musste sich aber dann geschlagen geben. In Runde 40 ist Oscar Piastri an ihn vorbeigerusht, war aber auch klar, denn das Auto ist halt wirklich viel, viel stärker. Und in Runde 42 gab es etwas, ja, was später ein Alex Albon mit, es ist absolut gefährlich oder crazy,
was hier abging, wobei es eigentlich ja nur ein Fünferkampf war und Albon gar nicht in diesen Kampf integriert war. Also man muss echt sagen, ich frage mich auch, warum die alle aufeinander getroffen sind, aber ich glaube, er meinte mit gefährlich das, was Magnussen davor hatte, denn er wurde wieder einmal als Bremsklotz eingesetzt. Aber an sich war diese Situation null gefährlich. Also das war wirklich eine ganz normale Racing-Action, wie man sie eigentlich kennt. Nur vielleicht wirkt sie für manche etwas, ja, beängstigend, weil halt das nicht so oft der Fall ist, dass so viele um Platzierungen kämpfen. In Runde 46 hat man dann halt schon gesehen, Leclerc war auf Podiumskurs, Piastri ist zwar immer näher dran gekommen, aber das Fatale an dieser Strategie oder Idee war halt, dass er es nicht geschafft hat, vorbeizukommen. Er hat sich da wirklich die Zähne ausgebissen, Runde um Runde ist er immer näher gekommen, hat es aber dann schlussendlich nicht geschafft, an Charles Leclerc vorbeizugehen. Lando Norris hat es dann ja, sensationell über die Ziellinie gebracht, mit über 20 Sekunden Vorsprung. Und man muss halt wirklich sagen, dieser Mann hat es drauf. Am Schluss gibt es dann natürlich noch die Benotung, also abonniert gern kostenlos. Und hier natürlich, ja, eins der schönsten Momente, der Vater-Sohn, das Umarmen hier. Man musste ihn aber auch darauf aufmerksam machen, denn er hat es fast vergessen, dem Vater übersehen. Aber es ist wirklich eine ganz, ganz schöne Geste gewesen. Und das Final Classement gucken wir uns gleich noch einmal an, während wir hier jetzt den Drive of the Day sehen. Ob das Lando Norris verdient hat, weiß ich nicht, denn er ist ja von 1 gestartet. Vor allem hat er aktuell auch das beste Paket und vor allem hat er ja meiner Meinung nach trotzdem den Start vermasselt. Jetzt sieht es nicht so dramatisch aus, aber er hat den Start vermasselt. Das war ja eigentlich den einzigen Job, den er hatte. Und er hat es so wieder gut gemacht, aber meiner Meinung nach hätten es da wirklich viele, viele andere Kandidaten gegeben. 22,9 Sekunden und das ist wirklich auch eine der größten Spannen zwischen dem ersten und zweiten Platz. Ich meine, bei Verstappen war das eigentlich gang und gäbe, aber gerade die letzten Rennen waren wir verwöhnt als Fans. Ich meine, wir haben das nicht mehr gekonnt, dass da ein riesen Gap zwischen dem ersten und zweiten Platz ist. Aber müssen wir uns leider wieder darauf einstellen, seitdem McLaren hier quasi die Meta ist. Wir gucken uns hier jetzt den finalen Klassement an und fangen natürlich wie immer ganz, ganz hinten an. Jetzt gibt's also die Notenvergabe, Leute. Ganz hinten Guan Yu Zhou. Was soll ich sagen? Ich glaube, dass der Kick Sauber wirklich eine unfassbare Dreckskarre ist. Und auch Valtteri Bottas. Ich gebe den beiden eine 3. Ich meine, man hat sie kaum im Rennen gesehen, man hat nichts mitbekommen, kein Überholmüll oder sonst nichts. Kevin Magnussen, ja, ich meine, Bremsklotz-Strategie, dann ist er ins Kiesbett gefahren, eine 4 tatsächlich. Ich meine, seine Karriere geht dem Ende zu und ich glaube auch nicht, dass wir den mehr in der Formel 1 sehen werden. Yuki Tsunoda, echt enttäuschend, man hat hier die Zwei-Staub-Strategie probiert, die ist nicht ganz aufgegangen. Und so ist es dann halt auch leider ja, zu nur P17 geworden. Logan Sargeant, immerhin nicht gecrashed, ist ein sauberes Rennen gefahren im Schatten vom Teamkollegen, obwohl der natürlich sogar disqualifiziert wurde und von ganz hinten starten musste. Also ja, Sargeant für mich eine 4. Esteban Ocon, schwach. Echt schwach und er zeigt doch, warum er seit Qualifying schon ein bisschen geroastet worden, muss man sagen. Für mich auch eine klare 4. Alex Albon, ich glaube, der hat wirklich alles aus dem Williams rausgeholt und ich glaube, da wären wirklich Punkte drin gewesen, wenn der nicht disqualifiziert worden wäre. Also für mich eine klare 2. Ich meine, P14, obwohl du von ganz hinten starten musstest, mit dem Wissen, dass du disqualifiziert wurdest, und das ist wirklich eine Wahnsinnsleistung. Auf dem 12. Platz haben wir Daniel Ricciardo. Gutes Bewerbungsschreiben. Sollte es mit Perez weiterhin bergab gehen? Nein, wir haben noch Strolovic. Stroll, ja, hat da wirklich Boden verloren, gerade zum Teamkollegen, die sind immer so ein bisschen hintereinander gefahren. Auch hier die gleiche Strategie wie bei Fernando genommen, eine 4 tatsächlich, sorry. Ricciardo, wie gesagt, harter Absprung, muss man sagen, knapp an den Punkten gescheitert, eine 3. Auch Nico Hülkenberg war nicht, ich glaube, da war wirklich nicht mehr drinnen, der Mann holt eigentlich immer alles aus seinem Auto raus, der bekommt eine 2, also das ist wirklich besser. Alonso auch hat gesagt, der ist enttäuscht, ich meine, das denke ich mir auch, der ist von P7, 8 gestartet und dann nur 10. geworden, aber ich glaube, es liegt nicht an seinem fahrerischen Können, denn ich glaube, da sind wir uns alle einig, da geht fast nichts drüber, eine 1. Pierre Gasly, wenn wir schon bei 1 vergeben sind, auch ja, ich meine 2 Punkte und das im Le-Traktor, da, besser geht's nicht, Mann, besser geht's nicht. Lewis Hamilton hat ein paar Plätze gut gemacht, mit der 2-Stop-Strategie immerhin auf Platz 8 gelandet, ja, eine 2. Bei George Russell hat man eigentlich alles vermasselt, aber auch er hat gesagt, das Auto hatte keine Pace. Der zweite Boxenstopp war an und für sich für den Arsch,
Und auch der hatte fahrerisch wirklich einen tollen Start. Dann natürlich ein bisschen zurückgeworfen, auch eine 2. Perez, für mich tatsächlich eines der besten Rennen, die er bis jetzt gefahren hat. Ich meine, er hat im zweiten Stint, ist er schneller gefahren als sein Teamkollege. Ich meine, auch wenn der quasi ein mehr Grip-Regen-Setup drauf hatte, muss man trotzdem sagen, Perez hatte schon schlechtere Zeiten. Und auf so einer kleinen Strecke nur 39 Sekunden hinter dem, hinter den Top 5 zu sein, eine 2. Carlos Sainz, 1. Eindeutig, ich meine, der Mann hat abgerissen. Der ist von 10 gestartet, ist 5. geworden, hat sogar Perez und Russell und Hamilton hinter sich gelassen. Tolle Leistung, aber ich glaube auch, dass der Ferrari in diesen Rennen zweite Kraft war. Oscar Piastri, schwach, dass er nicht an Leclerc vorbeigekommen ist, aber man muss auch sagen, es hat einerseits die Boxen ein bisschen vermasselt, deswegen bekommt er von mir auch noch eine gut gemeinte 3. Charles Leclerc 1 plus tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es der Mann da nach vorne geschafft hat, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es mir gefallen hat und dass ich mehr sehen will, weil Leclerc tatsächlich auch ein underrateder Fahrer ist, der in letzter Zeit echt viel einstecken musste. Vor allem natürlich, ich denke an diese dreimal hintereinander überrundet worden sein. Das wünscht man, glaube ich, keinem Piloten. Charles Leclerc, Max Verstappen, ich würde ihm gerne eine 1 geben. Ich gebe ihm mal eine 2, wobei er hat sich kaum aufgeregt. Ich glaube auch, dass fahrerisch nicht mehr drin war, wenn ich mir den Abstand zu Perez angucke. Wir bleiben bei der 2 und Lando Norris natürlich eine klare 1. Ich meine, der hat alles abgerissen. Ich hätte den Vorsprung jetzt nicht ganz so riesig gemacht. Ich meine, ein kleiner Vorsprung hätte auch gereicht, aber natürlich, man weiß halt nie, was passiert. Und das ist aber meiner Meinung nach trotzdem ein bisschen assi gewesen, wenn man ja seine Macht so ein bisschen ausnutzt. Ich meine, es kommt mir so ein bisschen rüber. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich mag das ehrlich gesagt nicht. So, lala, der WM-Start, der schmilzt Max Verstappen nur mehr 70 Punkte vor Lando Norris, weil sich der auch noch die schnellste Rennrunde gekrallt hat und 8 Punkte gut gemacht hat. Ich meine, Charles Leclerc, ich habe keine Ahnung, wie der Mann da vorne auf dem dritten Platz überleben kann, wenn wir einen Oscar Piastri und auch einen Lewis Hamilton haben, die ja auch schon mehr einen Sieg haben diese Season. Charles Leclerc hat auch einen Sieg, natürlich darf man das nicht vergessen, aber ich würde mal sagen, alles ab Verstappen, ab Norris abwärts ist es ziemlich eng. Also wir haben da zwischen Charles Leclerc und George Russell 70 Punkte, das ist echt nicht gerade viel, also ein, zwei Ausfälle und da unten haben wir dann, das ist klar, die Top 5 Autos sind hier auch in den Top 10 mit Red Bull, mit Ferrari, mit McLaren, 70 Punkte. Ist das possible für Lando Norris, den aufzuholen? Ich bin mir ziemlich unsicher, aber mit dem aktuellen Paket, was in Sanford da war, muss man es ehrlich gesagterweise zugeben. Guckt euch mal den Abspritz an, Leute. Das ist bis auf den Himmel gegangen. Und man muss auch sagen, es hat hier so gebrannte Pokale wieder gegeben. Und die wurden nicht zerstört. Also Norris hat auf jeden Fall daraus gelernt. Haben wir auch noch einmal die Fahrerweltmeisterschaft. Und auch hier ist es knapper denn je. 30 Punkte. Ist McLaren nur noch hinter Red Bull Racing. Und man muss halt auch sagen, Red Bull fährt mit 1,5 Fahrern. McLaren mit 2 Piloten und ich glaube echt, dass die spätestens in 3 bis 4 Wochenenden die Red Bull überholt haben. Tatsächlich, also wirklich. Ferrari die klare dritte Kraft, zumindest in den Top 10, zumindest in der Konstrukteurs-WM. Mercedes mit über 100 Punkten hinten, aber man muss auch sagen, Aston Martin mit über 200 Punkten hinter den Top 4 Teams, also die sind auch klare fünfte Kraft. Racing Bulls kämpfen sich hier noch mit den Haas herum. Die Alpine-Jungs, ja, die sind hier einsam im Nirgendwo und Kicksauber immer noch ohne Punkte. Ich würde mal sagen, für heute soll es mal gewesen sein. Ich freue mich extrem auf Monza. Ich hoffe, dass es so weitergehen wird und ich hoffe auch vielleicht, dass man bei McLaren, bei Red Bull noch ein bisschen was findet. Vielleicht lag es nur im Setup. Das werden wir aber alles in Monza sehen. Auch dort könnte das Wetter wieder für ziemlich viel drunter und drüber sorgen. Also, schaltet gerne ein. Abonniert gerne Channel kostenlos. Und schaut unbedingt später noch auf TikTok vorbei. Ich werde da wirklich viel online bringen. Macht gerne das Abo und das Plus weg. Ciao.